Und damit hallo und herzlich willkommen, meine liebe Retro-Fans, hier bei eurem Retro-Julie und zu einem neuen Part von Claymates. Ja, wir sind hier in Japan, sind wir angekommen hier mit unserem kleinen Knetball, haben auch schon einige Levels gemeistert und wie immer der übliche Bug hier am Anfang, keine Ahnung, ob das im Spiel liegt. Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir sind, glaube ich, schon in der dritten Welt hier. Des Japan-Gebiets. Und ich glaube, nach der Welt wird uns wieder ein Boss erwarten. Ich hoffe, wir kommen auch so weit. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal das Level und geben wir es an. Mit The Play Goda. Was soll ich denn jetzt da drunter stehen? Jetzt sind wir... Fallen? Auf jeden Fall sind wir in einer Art Tempel, wie es ausschaut. Kommt er da nicht hoch? Hä? Muss er da hochkommen? Wollte gerade sagen, hä? Warum kommt er da nicht hoch? Aber ich erwarte fiese Fallen. So wie dieser... Oh, was ist denn da unten? Ein Knetsumo-Kämpfer, wie geil ist das denn? Wie ist das unten? Oha. Das Level... das scheint mir wirklich gespickt mit Fallen zu sein. Und diese Statuen sind mir auch nicht sehr ganz geheuer. Anscheinend muss ich jetzt tatsächlich zu dem Sumo-Typen. Jo. Wo sind die? Was ist das? Genau. Oder? Ach du Scheiße. Na okay, wenn man hier oben steht, ist er einfach. Aber so jetzt, wenn ich in die Kiste jetzt nicht hätte, wäre es schon ein anderes Problem, aber so könnte man ihn gut meistern. Ah, wie schnell so rankommen, ey. Muss immer vorbereitet sein. Ich hoffe, ich bekomme noch ein extra Upgrade hier, damit ich... Da ist doch was, oder? Seht ihr da den kleinen Hügel da? Nee. Achso. So, das Zeichen für die Sprungdinger. Aber wie gesagt, ich muss hier höllisch aufpassen. Hundertprozentig gibt es hier irgendwo Fallen. Und Verwundbarkeit? Was? Moment mal. Der kann fliegen? Ist er geflogen, oder? Tatsache! Der kann fliegen, na toll. Warum sagt mir das keiner? Als ob, ey. Das hätte mir vielleicht einiges erleichtert. Der macht doch was, oder? Macht der Kessel jetzt was? Wahrscheinlich muss ich hier hochfliegen, oder? Nee. Oder? Doch, wahrscheinlich. Und im Anlauf? Na, jetzt kommt doch was. Jetzt kommt auf jeden Fall was, oder? Schön sag ich's, ey. Oh. Das fällt runter. Ja. Die Frage, wenn ich jetzt da durchspringe, wird's mir bisschen deutlich. Wow, ich hab's gewusst, das ist so ein Fallentempel, Alter. Oh. Warum haust du den? Komm, spring hier hoch, komm. Als ob er sich selber killt, ey. Alter. Oh komm, oh, Verwundbarkeit. Schnell, ich hab Verwundbarkeit. Was ist das? Hä? Was hat das jetzt gemacht? Irgendwas mit Farben. Boah, hier sehe ich nicht, wenn irgendwas ist. Hau ab, Alter, die kommen nämlich. Bist du hier? Komm. Der Tick.
Da ist mir irgendwie nicht. Komm. Oh, fuck. Ich muss ja wirklich alle Details achten. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier wohl. Nach da hier. Oh, oh, man kriegt Us. Man bekommt Us. Ja. Und du? Muss ich. Ah! Oh Mann! Das habe ich jetzt auch nicht gesehen, ohne Scheiß. Oh. Aber ich fahre doch jetzt sowieso runter, oder? Nee. Oh, ey, jetzt musst du übelst aufpassen. Es könnte mal noch ein Safe Point kommen, aber wir bekommen erstmal Cat. Oh, los, Cat. Das ist ein Sprungfenster. Oh, schön, super. Also, irgendwie, schon sage ich, schon kommt hier ein Safe Point. Nee, das ist es mir nicht wert. Wenn ich hab 13 Leben, das muss jetzt nicht sein. Boah. Macht der Kessel irgendwas hier? Hat er nicht vorhin irgendeinen Rauch ausgespuckt? Ich muss ja auf jeden Detail achten, ohne Scheiße. Komm, ihr komischen Ratten seid kein Problem für Cat. Och Mann! Das ist doch fies. Und jetzt kriege ich mit Sicherheit kein Upgrade mehr. Oh, fuck. Oh, ein Dreieck. Was? Komm mal, oh! Geheimwelt. Oh, was für eine. Auf jeden Fall mit Leben. Zwei Leben, geil. Und Us, kann man den behalten? Ich hoffe, man kann den behalten. Ja, scheint so, oder? Geil. Und das Viereck. Oh, ich mache jetzt schön langsam mit meinen lieben Us. Ja, hier kann, aber kann sagen, hier kommt man noch irgendwo hoch. Oh, komm. Also die Zeit. Wo kommt denn her, Alter? So viel Zeit habe ich nämlich auch nicht mehr. Das war so ein. Boah, fuck. Guckt euch das an. Guckt euch die Scheiße an, Alter. Jetzt fehlt noch, dass so ein Starre runterfallen kann. Oh, komm, Ball, du schaffst das so. Bitte kommst hier, Alter. Bitte. Was? Alter. Als ob, ey. Oh, komm mal hoch, komm mal hoch. Dreh bitte hoch, dreh, dreh, dreh. Ich muss da hochkommen. Bleib stehen. Oh, fuck. Jetzt muss ich höllisch droppen. Ich muss bestimmt rechtzeitig abspringen. Ich hab's gewusst, hab ich dir gedacht, der macht das. Nee, kannst du nicht selber droppen? Der zweite macht das, der erste nicht, oder? Oh, ist das. Oh! Es ist ja Anspannung pur, Alter. Macht der was? Nee. Oh, hau ab! Der macht auch nichts. Der macht nur was. Oh, fuck. Ich muss ich. Ah! Oh, zurück, 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 zurück. Ey, bitte komm jetzt kein Samurai. Bitte. Er hätte meine Zeit läuft langsam ab. Kein Samurai. Kein Samurai, Alter. Piss dich bloß, ich muss zu dem Safe Point. Das war jetzt meine Zeit abläuft hier, dass ich irgendwie trotzdem da weitermachen kann. Komm, schnell, 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 schnell. Huh. Wow. Oh, was kommt denn jetzt noch? Guckt euch das. Oh, Sonic Style. Hört ihr das? Erinnert mich doch stark an Sonic. Du machst auch was? Ja. So. Wenn man aufpasst, ist das nicht das Problem. Ich muss jetzt nach oben gucken. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank.
Alter, das war jetzt von der Schwierigkeit her echt, das war mit das Schwerste, ohne Mist. Das war schon echt krass. Ein krasses Level hier. So, rein, ja. Für den Bonus wird es bestimmt nicht erreicht haben. Da brauchen wir bestimmt an die 100. Nee, ne. Aber wir haben ja 15 Leben. So, ich glaube, jetzt kommt auch wieder eine Bosswelt. Aber vorerst wieder unser kleines Rätsel. Aber auf jeden Fall müssen wir dieses Teil wegschieben. Und kommt er da schon ran? Ja. Ah, warte, ich habe eine Idee. So. Jo. Wo ist der hier eine Falle? Komm, wegboxen. Also. Nee, erst hier rüber. Da dran. Dann hier rüber. Dann kannst du die Axt auch holen und du kommst da oben ran. Genau. Das war schon etwas einfacher. Das letzte war schon einiges schwieriger. So. Na, mach dich rein hier. So, und das scheint auch etwas schwieriger zu sein. Aber. Was zeigen die ganzen Pfeile eigentlich? Egal, wir gehen ins Level hier. Wir wollen sehen, wie es weitergeht. Mit. The Clay. Go. Clay? Go, haben wir das nicht eben schon gehabt? Och, nicht noch so eine Welt. Nicht noch so ein. Hä? Och, komm. Ah, noch so ein Feintempel, ey. Oh, komm ich da. Komm ich da vielleicht. Oh. Alter, wo kommst du denn her, Mann? Hey, ist hier eben nicht auch Clego oder? Wenn sie ruhig mal Clego oder 2 nehmen können, oder? Ja. Mann. Jetzt komm runter, du Bastard, ey. Ja, da komme ich nicht hin. Das ist die Frage. Wo lang? Es gibt. Oh, ich hasse sowas, wo es etliche Wehe gibt. Und was ist hier da. Ja, ich hab's gewusst. Das meine ich. Ah, oh, wo es etliche Wehe gibt und du weißt nicht, wo lang. Oh, und dann noch mit Zeit. Da kommt schon an. Hau ab, ey. So, hier drüben war ein Sammo. Da krieg ich mich jetzt auch nicht, ne. Samurai und Port. Jetzt auch durch. Oh. Wo lang, Mann? Oh, Mann, das ist doch kacke. Oh, immer den richtigen Weg zu finden. Oh, das ist. Oh, ich bin ruhig. Vielleicht war das jetzt auch nicht so schlecht. Ist wohl so ein. Oh, das war sehr gut. Ich habe einen Safe Point gefunden. Oh, fuck. Wie soll ich denn jetzt. Achso, trifft mich das noch, wenn es hier unten ist? Und. Oh, Bonusraum, Bonusraum. Ist das wohl der gleiche? Da kann ich mir nämlich wohl. Lähmer. Ja, Lähmer greifen. Papp. Und man kriegt wieder Us. Na. Na, Plucky Ducky, es kommt. Als ob. Jetzt krieg ich Us nicht, oder was? Oh, doch. Mit ein bisschen Skill hab ich ihn durchgekriegt. Und noch ein extra Dings. Extra Treffer. Jetzt muss ich natürlich nur nicht zuvor. Ach so. Das respawnt die echt noch. So, ausgeschaltet. Was, wie viel ist das denn, Alter? Ich glaube, man kann da durchlaufen, oder? Kann man ja. Ja, das wäre ein bisschen zu viel jetzt. Aber mit Us ist das Problem, der ist etwas zu schnell. Er springt halt ein bisschen. Noch einer? Nope. Warum nicht? Nehme ich gerne mit, also. Sind halt schließlich immer 2 Leben. Nehme ich gerne mit. Leider kann ich nicht noch einen extra Treffer sammeln. Aber egal. So, jetzt hier oben lang. Der tut wieder pusten. Das interessiert mich nicht. So. So. Der läuft, vor allem, der läuft den Schwert, der voll fast ne. Ja, das beruhigt mich doch, dass ich dich da nicht. Das ist, was ich dachte.
dass es da nicht unbedingt drüber springen muss über das Schwert. Anscheinend muss man hier diesen Tempel erklimmen. Und wenn mir nicht alles täuscht, ist das doch ein Boss-Level, oder? Alter. Ha, straight unter mir, über mir durchgesprungen. Vielleicht so ein Mega-Sumo oder so als Boss. Hat er mir jetzt erwischt? Komm, Alter. Sag jetzt nicht noch einen Bonusraum, ne. Ach scheiße, die Leben zieht es nicht an. Bin ich jetzt eigentlich... Nee. Boah, gut. U-Sinn-Stellen sind schwierig mit U's. Wer hat jetzt... Ah. Und Cat Gamer. Da habe ich leider... Ich weiß nicht, der heißt glaube ich nicht Cat, aber ich habe den Namen leider vergessen, wie er heißt. Oh, sie ist glaube ich eine Katze. Das ist jetzt... Ah, das ist doch fies. Wo lang? Wo lang? Na, da fällt uns das O. Wenn die unten Stacheln sind, ne. Jetzt noch der Samurai. Na, da ist O, kriegen wir auch nicht. Und 100 Pro sind unten oder irgendwelche Flammen. Kriegen wir auch nicht lang? Hä? Ach, hier kommen wir weiter, gut. Nee. Wenn ich da nicht lang muss, sehe ich da sicherlich nicht lang. Gehen wir hier lang. Und hier rüber. Und dann da hoch. Du pustest? Nein, du pustest nicht. Schwert, los, runter. Runter. Immer. Nochmal bitte. Jo. Ich glaube, so lange wie es. Wie es wackelt, kannst du dich. Naja. Es kommt was, oder? Nee, achso, hier geht's doch nicht lang. Da ist es sicher. Hast du das und so viel Wege gibt, Alter. Da kommen wir etliche Ratten. Und so ein Penner, ey. Oh, der erwischt mich Omo. Safe Point, Safe Point. Jetzt kommt Boss. Boss. Ja, jetzt kommt Boss. Eine Spinne! Bis jetzt ist es easy. Komm. Und bis jetzt ist hier keine wirkliche Herausforderung, du Dreckspinne. Ich hasse Spinnen, Alter. Ohne Scheiße, jetzt hat's mich. Yes! Ha! Also mit unseren. Wenn ohne den Ball Zusatz-Item wäre es ein bisschen schwieriger, aber so zack, kann man so gebietet, Junge. Das Drecksvieh. So, jetzt hoch. Und dann haben wir unseren Japan-Level auch schon geschafft. Jetzt nur noch zum Ziel kommen. Genau. Zack, Junge. Jo, wir haben es geschafft. So, jetzt versuchen wir noch das A zu bekommen. Jo, prima. Und ab ins Ziel rollen. Und eventuell einen Bonus abgreifen. Da wir ja 100 Rubin haben. Ja. Ist, glaube ich, das Falllevel da, ja, genau. Also da habe ich bisher noch nie versagt. Weil es eigentlich relativ easy ist hier. So, boing. Und zack. Und hopp. Und hier nochmal drauf, so. Ja, das Level, wenn man sich jetzt nicht völlig vermacht, das ist eigentlich immer machbar hier. Kann man sich immer mal ein gratis Leben gönnen. So. So. Und zack, so, gerade zu leben. So, jetzt bin ich echt gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Weil jetzt haben wir Pazifik, hat man, jetzt haben wir Japan, dann sein Hof halt, also Amerika wahrscheinlich. Und wo kommen wir denn jetzt hin? Aber vorerst müssen wir jetzt das bestimmt
Knifflige Rätsel lösen. Was sicherlich nicht war. Oh. Also eine Bombe hat doch schon mal. Das ist schon mal gut. So, jetzt die Frage, wie kommt er? Wie kommt er zur zweiten Bombe? Hier läuft er wohl zurück. Ne, das ist schon mal nicht richtig. Gut, also auf jeden Fall das Ding hochschieben. So, jetzt geht er da lang. Ach so. Na, okay. Dann war es doch nicht so. Ach so, jetzt muss ich noch dafür sorgen, dass er. Muss ich noch dafür sorgen, dass er da hochkommt? Hier. Was ist das jetzt? Na, Ach so, genau. So, dann lauf mal ins Ziel und bring mir mal bitte den Weg frei. So. Jetzt kommt wieder unser allseits beliebte Kanone, nehme ich an. Genau. Und dann werden wir mal reinstecken, ja. Können wir ja noch irgendwas machen? Ja, egal. Geh mal rein. Und wo schießt die Kanone uns jetzt denn hier? Einmal rum um die ganze Welt. Und wir landen in? Na? Jo, willkommen in Afrika. Ich hab's halt mir fast gedacht. Das ist cool. Im Dschungel. Im afrikanischen Dschungel sind wir jetzt. Schaut euch an. Die Palme sieht cool aus hier. Aber da wird uns einiges an Getier erwarten, nehme ich an. Schlangen und was ich jetzt alles, was ich mich jetzt eigentlich vorstellen kann. So, aber an dieser Stelle geht es dann im nächsten Part weiter. Ich hoffe, unser Japan-Level, unsere kleine Japan-Reise hat euch gefallen hier in diesen Fallen-Tempeln und Dojos hier, wo wir uns aufgehalten haben, um uns mit jeweiligen Samurai-Kämpfern und Sumo-Ringern hier rumschlagen mussten. Und natürlich die Boss-Spinne, also Spinnen müssen leider immer irgendwo besser sein, irgendwie. Bei Block war ein Spinnenboss dabei. Denn bei Goof Trooper, glaube ich, ist eine Art Spinnenboss dabei. Jetzt hier bei Claymates ein Spinnenboss, also immer, müssen die immer dabei sein. Immer diese Spinnen. Aber naja, es muss wohl so sein, aber besonders schwierig war er jetzt nicht. Also mit dem extra Item war das eigentlich kein Problem. Ich denke, ich schätze mal jetzt in Afrika erwartet mir sowas wie ein Löwe vielleicht als Boss. Ich weiß es nicht, aber kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Wir sind erstmal am Anfang hier des Afrika-Gebiets. Wo wir denn im nächsten Part weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert mich und was auch euch immer in den Kopf rumschwirrt, entscheidet selber. Ich freue mich auf jeden Aufruf und jeden Like, den ihr mir gebt. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part. Und dann Retro. Au!